Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Diablo 2 mit dem Ranger Paladin. Und, achso, jetzt wollte ich den ganzen Krempel hier noch verkaufen. Somit. Hallo? Ja, ist auf jeden Fall besser als der Müll. Das können wir verkaufen. So, ich habe jetzt nicht bis zu Andaril gespielt. Orden heißt euch willkommen. Fände ich auch ein bisschen seltsam, weil seht ihr ja nichts, ja. Was ich aber gemacht habe, das ist bis zum inneren Kloster, also Gefängnis 2, 3, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das ist langweilig, die sehen alle gleich aus. Da sucht man die ganze Zeit nur das Portal, den nächsten Zugang, bis man halt zum inneren Kloster kommt. Das sieht aus wie das äußere Kloster. Und von da aus wird es nochmal interessant, da muss man halt bis runter in die Katakomben, aber das kriegen wir hin. Noch irgendwo so ein Schofsäckel, der die wiederbelebt. Pfeile. Da wird jetzt nicht so viel Geld bringen. Eigentlich könnte ich jetzt schnell hier. Okay, ich kann jetzt wirklich schnell hier durch. Ich wollte nämlich nur diesen Boss. Hier ist nicht immer ein Boss in dieser Kathedrale. Den wollte ich nur schnell platt machen. Das haben wir ja gerade. Normalerweise gammelt der vorne am Altar rum. Sehr interessant, dass der jetzt mal schon hier hinten war. Ach nee, da ist er. Jo, das ist auf jeden Fall die Kathedrale. Das ist jetzt nicht so spannend. Das ist so ein relativ kleiner Abschnitt. Bevor wir dann. Es leckt ein bisschen, ha? Huh? Ah, Battlenet-Surfer wieder ausgelassen. Bevor man hier runter geht, die Katakomben. So, und jetzt suchen wir im Prinzip eigentlich nur. Ein großes Böses ist hier. Ja, da hast du recht, mein Junge. Wir suchen jetzt eigentlich nur den Weg runter in die Katakomben 2, um das Town Portal aufzudecken und dann in 3, um die Andaril wegzuschießen. Früher habe ich so Penningsbeträge immer liegen gelassen, aber jetzt, wo ich halt wirklich das immer komplett das eigentliche Charakter hochpushen muss und ich halt das ganze Geld immer verspiele bei diesen Glücksspieljungs, immer in der Hoffnung auf was Gescheites, wenn es eine geringe Hoffnung ist. Ach Gott. Die kleinen Scheiße. Die hasse ich ja. Die kommen ja später nochmal im Dschungel. Ah. Da geht's runter. Der könnte ein bisschen Geld bringen. Na, ein bisschen Glück ist immer dabei. Ich brauche einen Schlüssel.
Das leckt ein bisschen wieder. Sind heute Edelsteine im Angebot in der Hölle? Guter Pfeil verschwendet. Der wurde von der Aura gekillt. Apropos. Hat ja Level Up. Sehr schön. Ja gut, jetzt bräuchte ich aber trotzdem noch das Town Portal. Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, wo es ist. Ah, jetzt. Oh. Ich kann nicht noch mehr tragen. Stimmt. Seid gegrüßt. Ja, ist egal. Hauptsache irgendwas. Oh, das ist nett. Seid gegrüßt. Die behalte ich deshalb, weil ich immer drei Stück zusammensetzen kann zu einem nächst besseren, sobald ich mal den Hoatrim Würfel habe. Die werde ich unten bei der Andariel garantiert noch brauchen. Wenn der Server nämlich ein bisschen laggy ist. Hm.
Ah ja. Prächtig. So, dann machen wir noch schnell die Kisten auf, dann gehen wir runter und schlachten die Alte ab. besiegen das große Übel. Dings. Achso, ist die in die Stufe, ist die erst 4, ist die noch eins tiefer? Och. Echt jetzt? Ein Zombie kam rausgekrabbelt? Ah, super. Manchmal darf man einfach ein bisschen Glück haben. So, Vorfeld gesäubert. Zwei wichtige Dinge. Sich nie verklicken und Heiltränke verschwenden. Nein. Guten Tag. Inventar voll leer machen, ein Town Portal gucken, dass genug Pfeile da sind als Schütze und genug Heiltränke. Ja? Ich erwarte zwar eigentlich von der alten Andariel jetzt nicht unbedingt die Riesenprobleme, eigentlich. Aber sicher ist sicher. So, das habe ich jetzt gemacht, falls es schnell gehen muss und ich habe das hier unten leer, dass ich einfach nur hier reinklicken muss und nicht irgendwie noch so, wo ist was? So, falls ich sterbe, das Town Portal schon mal geöffnet, dass ich sofort hier wieder runter kann und nicht oben über den Wegpunkt runter muss. So, dann gehen wir mal rein. Auch hier gilt wieder, Hilfstruppen im Vorfeld auslöschen. Da kommt sie. Aber rechtzeitig vorher. Stehe.
Meine Arbeit hier ist getan. Die brauche ich jetzt nämlich alle nicht mehr. Im nächsten Akt bekomme ich nämlich schon die nächste Stufe, eben normale Heiltränke. Da brauche ich die leichten gar nicht mehr. Da kann ich jetzt auch direkt so... Gott! Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Doch es warten noch viele Schlachten. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Guten Abend. Andariels Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern, aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Endlich dürfen wir jubeln. Wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. Guten Abend. Müll, Müll, Müll. So, was ist das? Das ist okay, das können wir behalten. So, mal gucken, was die anderen noch zu sagen haben. Da hat gar nichts zu sagen. Alter. Flebutz. So. Guten Abend. Echt nicht? Die hat auch nichts zu sagen. Wahrscheinlich geht ihr jetzt nach Osten. Es war schön, euch kennenzulernen. Ich hoffe, ihr kommt zurück, wenn ihr jemals etwas braucht. Ja klar, ich habe noch die Verzauberung. Gut. Ja komm, wir labern jetzt noch den ollen... Guten Abend. Ich werde feiern, bis der Arzt kommt. Guter Mann, genau das wollte ich hören. Dann mal auf. Die Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolain aufbrechen. Guten Abend. Nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lutgolain. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Talrosh. Ihr wart auch da, Tyrael. Ich entsinne mich, sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten,
opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen wird. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Wunderbar, jetzt mein Lut-Golein. Haben noch Schwätze kurz. Seid gegrüßt. Ich bin Jerim, Fürst von Lut-Golein, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Gut, wunderbar. Dann sind wir in Lut-Golein. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.